Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zur nächsten Preview hier vom 11. Spieltag aus der Premier League mit West Ham, West Bromwich Albion gegen Crystal Palace heißt die Partie. Und wir starten doch schon mal hier in zwei Statistiken rein. Zwei Spiele im Fokus. Zaha ist der bekanntere von den Gästen. Und dann gucken wir uns jetzt mal hier die beiden Mannschaften an, die den Anfang machen sollen hier in dieser Partie. Und starten natürlich mit der Heimmannschaft von West Bromwich Albion. Jonestown im Kasten, 5er Abwehrriege hinten mit Oshie. Dann 4er Mittelfeld mit Livermore in der Innenverteidigung und Robinson vorne alleine. Sehr defensiv diese Aufstellung. Die wissen wohl, was sie erwarten bei Crystal Palace. Denn Guata ist im Kasten. Dann Kouaté, Sakho in der Innenverteidigung. Davor Thousand, McCarthy, McArthur und Schlupp. Und Ayew und Zaha im Sturm. Da sieht man, das geht in die genau andere Richtung. Und zwar, wir wollen hier gewinnen. Ob sie es schaffen, werden wir sehen. Wir starten auf jeden Fall hier in die erste Halbzeit. West Bromwich hart angestoßen, spielt von links nach rechts in den weiß-blauen Trikots. Und da ist der erste Ballverlust. Zaha holt sich den Ball. McCarthy rennt. Und jetzt ist der Ball weg. Wir springen in die 16. Spielminute. Sie greifen an, über Pereira. Pereira schön auf Robinson. Und der vorbei. Guata hatte noch irritiert, wie es aussah. Deswegen hat er den Ball nicht Richtung Tor bekommen. Sonst wäre es nämlich ein Tor gewesen, weil das Tor komplett frei war. So, aber jetzt 20. Spielminute. Crystal Palace greift jetzt mal an. Ayew, perfekt auf McCarthy. McCarthy, da ist das Tor. Da ist das 1-0. McArthur macht es hier in der 21. Spielminute. Und das hat man halt schon vor dem Anpfiff gesehen, dass das so eintreten wird. Denn die Ausstellung von Crystal Palace ist halt viel offensiver und somit viel stärker und viel mehr Präsenz vorne vor dem Kasten der Heimmannschaft. James McArthur also hier mit dem Führungstor in der 21. Spielminute und wir springen in die 45. Spielminute. Da greift jetzt nochmal kurz vor der Pause West Bromwich an. Livermore. Bartley. Und jetzt ist Halbzeit. 1-0 geht's hier also in die Pause jetzt. Und das für Crystal Palace. Das Stadion ist ganz ruhig. Die Fans wissen nicht so wirklich, was sie damit anfangen sollen. McArthur hat hier das Tor gemacht. Ist aber für mich auch verdient. Gut, Robinson hätte hier schon das 1-0 machen müssen, als er über den Torwart Guata geköpft hat. Aber es sollte nicht sein. Und da sehen wir die Statistiken. Ein Schuss haben wir gesehen, der ging rein. Dafür 56% Ballbesitz bei den Hausherren, also ausgeglichene Partie. Morgen ab 12 Uhr sehen wir die Partie Schalke gegen Leverkusen und ab 15 Uhr Sheffield gegen Leicester City. Wir sehen uns aber jetzt erstmal die zweite Halbzeit an und Crystal Palace hat angeschossen, die spielen jetzt von links nach rechts. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Warum soll auch der Gast wechseln? Sie haben es ja gut gemacht. Ayew. McCarthy. Der wird eigentlich gelegt, aber doch nicht. Und wir springen in die 68. Spielminute. Erster Wechsel der Partie. Pereira verlässt den Platz. Grant kommt dafür und McCarthy, der Milijovic macht hier für ihn also Platz auf der Bank. Und da ist Ayew, Zaha, nee, Schlupp ist es mit der
nächsten Riesenchance und mit dem Tor, 69. Spielminute. Crystal Palace macht hier den Deckel drauf. Darauf lege ich mich jetzt fest. Denn West Bromwich, da kommt nicht wirklich viel. Super gemacht. Super, super gemacht. Schlupp rennt einfach mal quer durch den 16er und bringt sich somit perfekt in Position, wo keiner ihn erwartet. Kann er mit rechts abschließen. Er kann es nicht fassen. Jeffrey Schlupp macht hier also das 2:0. 70. Spielminute, nächster Wechsel. Sowies geht runter. Harper kommt für ihn auf den Platz. Bei der Heimmannschaft. Und vor dem letzten Tor gab es auch einen Wechsel. Jetzt mal sehen. Jetzt greifen sie mich wieder an. Klein. Crystal Palace ist schon fast im 16er, als der Ball erstmal Wechsel gewesen. Pausen. Da ist da. Und der macht es. 3:0. Für Crystal Palace. Das geht zu einfach hinten. Und jetzt war wieder ein Wechsel vor dem Tor. Sie sollten nicht mehr wechseln, glaube ich, West Bromwich. Dann kassieren sie auch kein Tor. So kann man es hier in dieser Partie sagen. Das weiß auch der Trainer jetzt, wie es aussieht. Und das war unmöglich für den Torwart zu halten. Das ist hier zu sehen gewesen, denn er hatte überhaupt keine Sicht gehabt. Und Wilfried Zaha macht hier also seinen Status als Spieler im Fokus. Alle Ehre. Und als Kapitän und macht hier also den Schlusspunkt wahrscheinlich. Wilfried Zaha geht, darf auch runter. Batshuayi kommt für ihn. Und vielleicht schafft er hier auch noch ein Tor. Wir sind jetzt schon in der 93. Spielminute und sehen, dass sie nochmal angreifen. Batshuayi spielt zurück auf McGarver. Ayu. 1000. Klein. Und jetzt ist Schluss. Also, Crystal Palace gewinnt hier auswärts bei West Bromwich Albion mit 3:0. Und das hochverdient. Man hört auch die Fans. Was soll man dazu sagen? Die Heimmannschaft hatte hier überhaupt keinen Zug im Spiel. Wilfried Zaha ist Spieler des Spiels. Hat eine Vorlage gemacht und ein Tor selber. Und wir gucken uns jetzt die Statistiken der 90 Minuten an. Die sehen wie folgt aus. Also ein Schüsse für die Gäste, 50% Ballbesitz und insgesamt keine Ecke in dieser Partie. Also es ist eine vielleicht ein Tick zu hohe Führung oder Sieg auch, beziehungsweise. Aber gerechtfertigt ist der Sieg auf jeden Fall für die Gästemannschaft. Und das war die Preview hier von West Bromwich gegen Crystal Palace. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Däumchen lassen, einen Kanal abonnieren noch. Und dann sehen wir uns morgen um 12 Uhr wieder bei der Bundesliga Preview. Bis dahin sage ich ciao, bleibt sportlich und tschüssikowski.